Über 100 Tote hat der Kreis Ahrweiler zu beklagen und über 670 Verletzte. 26 Tote der Kreis Euskirchen. Die Kirche der Versöhnung in Erfstadt am Sonntagmorgen. Gedenken an die Opfer der Flut. Gott, wir bitten dich um Trost und Beistand für alle, deren Zuhause verwüstet ist, die evakuiert werden mussten, die Hab und Gut verloren haben. Anflug auf den Ort Insul. Erbaut im 17. Jahrhundert, vernichtet im 21. durch den Klimawandel. Der Hof von Familie Stollenwerk, unbewohnbar. Wie viel die Schubkarre? 70, 80, keine Ahnung, ich zähle nicht mit. Schubkarren werden nicht reichen, um das Dorf wieder aufzubauen. Wir gehen jetzt hier zur Brücke oder zur ehemaligen Brücke. Die Brücke war die einzige Verbindung zwischen zwei Ortsteilen. Da fuhren LKWs 16 Tonnen drüber. Dieses weiße Haus vorne, sieht man ja, muss abgerissen werden. Das mit dem großen Balkon auch. Und da stand ein kleines Fertighaus. Das ist einfach so. Da waren noch Leute drin. Und der Mann hat sich dann hier auf diese Insel retten können. Und der hat hier die ganze Nacht verbracht. Und hat dann nur Hilfe, Hilfe. Aber wir haben die dann morgens um 9 Uhr mal endlich mit dem Hubschrauber da rausgeholt. Ne? Der stand da im Bademantel. Am Ufer stehen zwei Schwestern. Seit Tagen haben sie ihre Angehörigen, die auf der anderen Seite wohnen, nicht mehr gesehen. Ist das ihr Haus da drüben? Nee, die von meiner Tochter. Meine Nichte, ja. Ihre Tochter. Katastrophe. Ja. Wir haben nichts mehr. Unfassbar. Da ist sie. Svenja! Svenja! Svenny! Hi! Die Nacht, in der die A zu einem reißenden Strom wurde, hat alle traumatisiert. Die sind mit dem Haus auf dem Dach, mit einem Haus in dieses Haus geschwommen. Mit Sohn und Lebensgefährte. Und einer ist gestrandet hier auf dem Baum. Den haben sie gestern Mittag mit dem Hubschrauber geholt. Ich habe so eine innere Leere. Aber unseren Familienmitgliedern geht es gut, die leben alle. Da sind wir glücklich drüber. Ja. Alles andere ist egal. Material kann man irgendwie ersetzen. Ne, Claudia? Ja. Ja. Jo, jetzt gehen wir weiter aufräumen. Alles Gute. Ciao. Aufräumen. Eine Jahrhundertaufgabe in der gesamten Gegend. Auch die Bestatter sind jetzt rund um die Uhr unterwegs. In der Nacht zu Samstag werden sie nach Bad Münstereifel gerufen. Wo liegt der hier noch? Wo liegt der? Der müssen wir zu Fuß gehen. Der ist ja hier ein bisschen die Böschung runter am Wasser. Also parken wir hier und gehen zu Fuß. Genau. Die Leiche liegt in einem Garten, der an die übergetretene Erft grenzt. Sie ist unbekleidet, weist Verletzungen auf. Ja, die Situation ist jetzt gerade, dass eine Leiche leblos aufgefunden worden ist am Bach und die werden wir jetzt bergen. Wer die tote Frau ist, woher sie kommt, ob sie bereits vermisst oder gesucht wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch vollkommen unklar. Für uns ist heute das jetzt die erste heute. Heute die erste. Und insgesamt? Also wir haben nicht mehr mitgezählt. Nee, das ist dann einfach schon zu viel von uns gewesen. 163 Tote hat die betroffene Region bislang zu beklagen. Viele davon sind ertrunken. Ich glaube einfach, dass die Frau jetzt auch erst aufgefunden worden ist, weil ringsrum auch überall Trümmerteile lagen. Also das ist meine Vermutung. Also. Da die eigene Leichenhalle überflutet wurde, muss das Bestattungsinstitut Pfahl nach Bonn ausweichen. Hier werden die wenigen Informationen über die Opfer festgehalten. Die waren alle so um den Dreh zwischen 40 und 60 Jahren. Also nichts Junges dabei zum Glück, aber trotzdem tragisch immerhin. Also ja, da ist man auch sprachlos. Die hohe Sterberate gibt einen Hinweis darauf, wie unvorbereitet und hilflos die Menschen waren.
Für die meisten war es eine Sintflut ohne Vorwarnung. Ehrlich gesagt hätte ich damit nicht gerechnet. Weil, ja, ich glaube, damit kann man einfach gar nicht rechnen. Damit haben die Leute auch selber nicht gerechnet, die jetzt leider verstorben sind, weil das einfach nur plötzlich kam. Ja, das ist ja wieder Wasser. Damit rechnet ja keiner. Kellertüre aufgemacht, steht ein Meter Wasser davor und das Wasser zieht dich weg. Da hast du eigentlich keine Chance gegen. 29 schwarze Leichensäcke bislang. Zur endgültigen Identifikation werden sie an die Rechtsmedizin in Bonn überführt. Iversheim, ein Stadtteil von Bad Münstereifel. Mittendurch fließt die Erft. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstags überschwemmt sie den ganzen Ort. Als das Wasser zurückgeht, herrscht Chaos. Wir konnten auch erst heute Morgen anfangen mit dem Aufräumen hier, weil die Erft bis Mittag immer noch hier durchgeflossen ist. Uns hat die komplette Scheunenwand hinten weggerissen. Ja, möglicherweise muss die Scheune abgerissen werden. Da ist jetzt die komplette Wand weg. Nicht nur die Scheune, auch das Zuhause der Familie ist komplett zerstört. So, das war mal die Küche. Können Sie gerne mal schauen. Das war unser Esszimmer, aber Vorsicht nur bis dahin. Auf offizielle Unterstützung warten Sie am Freitag noch vergebens. Das Traurige ist nur, dass irgendwo die Hilfe fehlt, ne? Ja, ist ja keiner hier. Wir sind ja hier abgeschnitten von der Außenwelt im Moment. Ja? Uns fehlen ja irgendwo doch die Informationen. Wir sind ja nur auf höheren Sagen angewiesen im Moment. Und ich denke, dass es Ortschaften gibt, die wahrscheinlich noch schwerer betroffen sind als wir hier. Doch viel schlimmer geht es auch in Iversheim nicht. Im Kampf gegen das Wasser fühlen sich viele alleingelassen. Vergessen vom Rest der Welt. Wir helfen uns gegenseitig alle. Und sonst sind wir alleine. Kein DRW, keine Bundeswehr, keine Feuerwehr, nichts. Und nichts zu trinken. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Wir müssen uns alle selber versorgen. Und Wasser nichts. Ja, nicht gefragt. Wenn man das Brand im Fernsehen sieht, sieht man immer Bundeswehr und alles hilft, macht und tut. Uns hilft keiner. Und wir haben auch eine Naturkatastrophe. Eine Naturkatastrophe, bei der auch das Krisenmanagement katastrophal zu sein scheint. Es kam einmal ein Feuerwehrmann, der hat gefragt und dann haben wir zwei Thermoskannen voll mit warmem Wasser für meine kleine Tochter, 13 Monate alt, bekommen. Die habe ich jetzt gestern durch dieses ganze Katastrophengebiet bis nach Meckenheim gefahren. Die konnte ja auch nicht hier bleiben. Nachts ist es kalt wie Hund, über Tag kann man hier nirgendwo laufen und wir müssen hier alle mithelfen, weil uns hilft ja sonst niemand. Ahrweiler, am Tag nach der Flut. Eine verwüstete Stadt. Hilfe kommt auch hier vor allem von privater Hand. Eine Firma aus dem Nachbarort hat ihren Baggerfahrer geschickt. Wie viele Autos haben Sie heute schon weggeschoben? Ja, das waren schon 30, 35, 40, ich weiß nicht mehr genau. Alles, was im Weg ist. Ja. Guck dir die Kennzeichen an, die kommen von überall, um ihren Verwandten, Freunden zu helfen. Ne? Und das ist eigentlich das A und O. Ja, und wenn man dann ein regionaler Betrieb ist und kann noch mit unterstützen, das ist das Wichtigste überhaupt. Am Ende stehen wir zusammen. Noch besser wäre es, wenn auch die Regierung den Ernst der Lage erkennen würde. Jetzt kann unsere Politik beweisen, dass sie hinter ihrem Volk stehen. Jetzt können sie zeigen, ja, dass hier echt Not ist und dass hier Geld gebraucht wird. Und nicht 50 Millionen. Hier ist viel mehr kaputt wie 50 Millionen. Wie recht er hat, beweist ein Besuch auf dem Marktplatz. Ein Blechfriedhof. Mittendrin ein Pkw-Besitzer. Mein Auto, das war an der Schule, aber wir finden ihn wieder. Ich habe da noch meinen Impfausweis drin. Das kann ich noch da. Ja. Das sieht schön aus. Könnte man Schlammbad nehmen, dass ich dann meinen Ausweis noch rauskriege. Und tatsächlich, im Handschuhfach des Mercedes findet sich der Impfnachweis. Zum Glück habe ich den hier in eine Mappe rein. Ja, das ist alles. Ich muss das jetzt erstmal abwaschen und trocknen. Ja, also, wie gesagt, das sind die Impfbescheinigungen. Doch es gibt noch etwas, was Karl Trapp vermisst. Das Auto seiner Frau.
Irgendwo hier könnte es gelandet sein. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Da unten steht noch schon was. Man weiß ja gar nicht, was noch drunter ist. Meine Frau hatte die Farbe. Was ist das für eins? Ein Smart. Einen 4-2. Ja. Aber soweit ich gesehen habe, sind die alle sehr demoliert oder liegen auf der Seite oder auf dem Dach. Ne? Ja. Die Fußgängerzone der Stadt wirkt beinahe apokalyptisch. Überall begegnen sich Bewohner, die vor dem Nichts stehen. Das Geschäft ist alles kaputt, ist alles kaputt. Wir können nur noch alles Das ist der Herr Schupp, der sein Juweliergeschäft hier hat. Von Merkert Schupp. Und das Geschäft ist total kaputt. Es ist schon geplündert worden. Die haben schon Sachen rausgenommen. Meine Wohnung ist ganz schlimm. Vor der Tür Freunde, die sich erst jetzt wieder auf die Straße trauen. Seit 3 Tagen nicht hier aus dem Haus gekommen, weil der Schlamm so hoch stand. Ich hatte keine Schuhe und nichts. Jetzt habe ich mir nur ein paar Plastiktüten um die Füße getan. Das erste Mal mit der Gitarre bis drüben, wo einigermaßen Wiesen rausschaut. Ja, du bist jetzt auch ganz glücklich. Ja. Der Juwelier wohnt im 1. Stock. Genützt hat ihm das nichts. Das Wasser war ja, das war ja bis hierhin. Ja, und hier. Hier sehen Sie eine Linie. Das ist ein Nachbar. Alles kaputt, alles kaputt. Hans-Peter Schupp hat antike Möbel und Gemälde gesammelt. Ein Schatz, der über Nacht vernichtet wurde. Wenn Sie keinen Strom haben, wenn Sie kein Licht haben, kein Wasser haben, wenn Sie, man muss auch mal auf die Toilette und man geniert sich. So. Ja. Aber hier kann er ja gar nicht mehr wohnen. Nee, hier kann ich nicht mehr wohnen. Leider kann ich hier nicht mehr wohnen. Der Nürburgring. Polizei, THW, DRK und Bundeswehr haben auf der Rennstrecke ihr Einsatzzentrum eingerichtet. Spontan dazugekommen ist eine private Annahmestelle für Spenden. Der Zulauf ist enorm. Alles, was Nahrung ist. Nahrung kommt ganz hinten in die Ecke, also für Lebensmittel. Das Tiernahrung kommt da rechts hinten hin. Und alles, was vorsortiert werden muss, muss rein, weil das hier ist schon alles komplett fertig sortiert. Ja? Nach der Flut ist dies die erste Welle der Hilfsbereitschaft. Eigentlich mache ich mit meiner Frau Urlaub. Wir wollten zum Truck rennen. Das ist ja abgesagt. Dann haben wir gesagt, nach dem Chaos kommen wir helfen. In der Halle gibt es alles, was es zu Hause offenbar nicht mehr gibt. Entweder ein Lappen und ein Schwamm. Mehr nicht bitten. Hier reinstellen. Was sammelt ihr denn so? Zahnpasta, Klopapier, Hygieneartikel. Ja. Hand in Hand für Westdeutschland. Selbst Österreich macht mit. Sind Sie extra zum Helfen hergekommen? Aus Wien? Also direkt neben Wien, 800 Kilometer Anfahrt. Wie kommt's? Da ich früher hier in der Rallye gefahren habe, Rennsport gefahren habe und meinen Bezug so zur Eifel habe. Deshalb. Die Güter kommen direkt ins Hochwassergebiet. Von Privatleuten an Privatleute. So geht Krisenhilfe. Auch Hepping wurde seine Nähe zur Ahr zum Verhängnis. Das Haus von Heinz-Peter Monreal wurde von einem Container getroffen. Das passiert sonst nur auf hoher See. So was wird man nur einmal, ich hoffe, im Leben erleben. Wir haben das hier bei uns überhaupt noch nie in der Größenordnung erlebt. Ne? Ein Blick ins Innere offenbart das ganze Ausmaß der heimischen Zerstörung. Wir haben Türen in anderen Häusern gefunden, ja, die hier einfach rausgerissen wurden, dann durch Wohnungen durchgeschwemmt und sind dann beim Nachbar aufgetaucht wieder. Das ist also Wahnsinn, ne? Also hier stand das Wasser. Hier. Und dann liegt auf dem Vordach noch etwas, was da nicht hingehört. Was sind das für ein Container? Ja, ich weiß nicht, wo er herkommt. Der sind hier bei uns vorbei mindestens 6 Stück gekommen. Und dahinter 2 Autos. Sein eigenes Auto sieht auch nicht gut aus. Ein Alfa Romeo Spider, Baujahr 85, der ganze Stolz im Eimer. Da habe ich über 2 Jahre dran gearbeitet. Ich hatte jetzt wirklich, das war fast kein Kratzerchen mehr dran. Alles schön in Ordnung gebracht, hatte viel Spaß damit. Wollte jetzt am Sonntag auch damit noch eine Tour wieder machen. Ne? Tja.
In der Unglücksnacht spielen sich unweit von Monreals Haus noch andere, weit schlimmere Dramen ab. Auf dem Grundstück, das an sein Haus grenzt, kämpfen mehrere Menschen um ihr Leben. Es ist nach Mitternacht, als David Lamm Zeuge wird, wie seine Nachbarn gegenüber von den Wassermassen mitgerissen werden. Auf dem Video, das er Stunden später aufnimmt, steht das ganze Gelände fast 6 Meter unter Wasser. Ungefähr um eins ging es halt los, wo die ersten Hilfeschreie halt letztendlich kamen. Aber die Wucht halt immer größer wurde von den Flussströmen. Und man irgendwann halt dann gesagt hatte oder versucht hatte, irgendwie Instruktionen zu geben, wie zum Beispiel halt im Auto fest oder sonst was. Aber irgendwann kam auch nichts mehr. Irgendwann waren Hilfeschreie halt auch einfach weg gewesen. Es ist dieser Laster, an den sich eine Frau klammert. Doch als das Wasser ansteigt, wird der Wagen weggeschwemmt. Bis heute werden in Bad Neuenahr-Ahrweiler 1.300 Menschen vermisst. In der Region kennt man die Gefahren der Ahr. Hochwasser ist tatsächlich halt ein Thema, zumindest jetzt halt hier, gerade wenn man jetzt so an der Ahr halt lebt. Aber es war jetzt halt noch nie so gewesen, dass es halt wirklich dann komplette Häusermassen halt einfach mitschleppt letzten Endes. Das ist ganz was Neues, ein ganz anderes Level einfach. Am Samstag birgt ein Panzerbataillon der Bundeswehr das, was mal ein Stau war. Auf der B265 stehen versunkene Autos. Der Fahrer dieses PKW rettete sich wohl übers Schiebedach. Wie viele Autos haben Sie schon rausgezogen? Fahrzeuge 15, 16 vielleicht. Ein LKW. Als die Flut die Straße erreicht, stürzt eine Lärmschutzwand ein. Danach steht das Wasser zeitweise bis zu 12 Meter hoch. Bei der Suche kommen Sonargeräte zum Einsatz, wie bei einem Tsunami. Erst jetzt taucht der Stau wieder auf. Tote wurden bislang nicht geborgen. Doch die Feuerwehr rechnet mit dem Schlimmsten. Mit auftauchenden Fahrzeugen rechnen wir noch. Das Wasser geht weiter zurück. Man kann ungefähr sehen, wo Fahrzeugdächer noch zu sehen sind. Ich denke, die Schlange ging weiter. Alleine aus dem Grund, wenn es vorne frei gewesen wäre, wären die Fahrzeuge ja abgefahren. Das heißt, dass auch vor den Fahrzeugen, die wir hier sehen, dass noch weitere Fahrzeuge da stehen werden, die langsam auftauchen. Erftstadt bei Bonn, eine verwundete Stadt. Im Ortsteil Blessem wird ein ganzer Straßenzug unterspült. 3 Häuser und eine historische Burg stürzen ein, versinken in einem Krater. Das ist grausam, schrecklich, ne? Unvorstellbar, ne? Als ob eine Bombe eingeschlagen hätte, ne? Das ist unvorstellbar. Innerhalb weniger Stunden spitzt sich die Lage hier dramatisch zu. Als das Wasser immer weiter steigt, wird das Viertel am Donnerstagmorgen in aller Eile evakuiert. Viele Bewohner haben nicht mal die Zeit, das Nötigste mitzunehmen. Ich wollte jetzt noch, was zu retten ist, aber ich kam ja mehr rein, haben sie mich im Tiefwasser runter hier rausgeholt. Ich habe alles verloren, ich habe nichts mehr, hier, nur noch die Sachen. Das Haus der Familie steht zwar noch, doch Erdgeschoss und Grundstück sind weitgehend zerstört. Furchtbar. Ich habe keine Worte mehr. Ich kann nichts mehr sagen. Nur furchtbar. Also die ganze Yacht, 40 Jahre Arbeit, alles kaputt. Die Tiere, die Fische schwimmen hier rum. Die Fische schwimmen hier durch das Wasser. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll. Wie ihm ergeht es vielen. Menschen wirtschaftlich und nervlich am Ende. Ich war jetzt 70 Stunden auf die Füße. Ich kann nicht mehr. Ich bin mit den Nerven fertig. Wie groß der Schaden in der gesamten Region ist, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Schulterhoch stand das Wasser auch in der historischen Altstadt von Ahrweiler. Vor den Geschäften jetzt Berge aus Schutt und Unrat. Michael Lang hat hier einen Weinladen und am Ufer der Ahr ein Weinlokal. Wir sind dann um 8 Uhr nach Marienthal über die Weinberge gefahren und dann kam ich halt in Marienthal an und dann hat sich mir ein Szenario geboten, was man eigentlich nur aus Kriegsfilmen kennt. Also Leute, die dramatischen Momente hält er in einem Video fest, aufgenommen vom Berg oberhalb des Flusses. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da unten renoviere ich seit einem halben Jahr. Rechts daneben das Kleinod. Das ist zur Hälfte weg. Die Familie Körtgen sitzt auf dem Dach und wartet auf Hilfe. Und hier tut sich
ich sag jetzt mal hubschraubermäßig, gar nichts. Sie müssen sich vorstellen, Sie sitzen auf dem Dach und 2 Meter weiter unten töst der Fluss mit Geröll, mit neben sich wegreißenden Gebäuden. Und Sie können nicht erahnen, Sie können nicht einschätzen, wenn Sie auf dem Dach sitzen, hält das Gebäude noch oder lande ich gleich auch in den Fluten? Diese Todesangst, die ausgestanden haben müssen bei Dunkelheit, ich möchte mir das nicht vorstellen müssen. Die Familie wurde gerettet. Für Michael Lang ist bis heute unbegreiflich, wie unvorbereitet das Ahrtal getroffen wurde. Man hatte im Jahr 2016 hier ein Hochwasser. Im Notfall. Und da hatten wir einen Hochwasserstand von, ich glaube, 3 Meter. Und man wusste, wie stark hat es damals geregnet. Und man wusste, welche Regenmenge kommt jetzt. Warum hat man das nicht entsprechend kommuniziert und vorgewarnt? Wie Spielzeuge hat die Flut die Autos fortgespült. Patrick Wey ist dafür zuständig, sie wieder einzusammeln. Nachdem das Wasser zurückgegangen ist, hat er schon 50 Wracks mit seinem Abschlepper geborgen. Ich mache den Job schon mal länger, auch im Unfallgeschäft. Aber so eine Zerstörung, die auf Dauer konsequent durch, tagelang, das ist heftig. Das geht auch an die Nieren. Wey wartet nicht auf Kundenaufträge. Er birgt einfach, was im Weg liegt. Immer mit der Angst, dass es nicht nur Autos sind, die er findet, sondern auch Besitzer. Es wurden ja immer noch Leute vermisst und es werden noch Leute vermisst. Und die Gefahr, die ist da, dass noch jemand in diesem Auto drin ist, die wir bergen. Das ist natürlich Horror. Weil in Ahrweiler kein Platz mehr ist, bringt er die Wagen zu einem improvisierten Autofriedhof nach Bad Neuenahr. Anpacken, für ihn Ehrensache. Von der Politik würde er sich das auch wünschen. Was sagen Sie zu Herrn Laschet? Ja, viel reden kann man immer. Helfen sollte man. Hilfe schicken, schnell. Nicht durch Hilfe, sondern durch schlechtes Benehmen macht der CDU-Kanzlerkandidat am Samstag bei seinem Besuch mit dem Bundespräsidenten auf sich aufmerksam. Als Steinmeier spricht: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Fangen die Kameras im Hintergrund Armin Laschet ein. Statt staatsmännischer Betroffenheit, rheinische Ausgelassenheit. Der CDU-Chef fröhlich feixend. PR-mäßig ein Desaster. Die Quittung vom Volk gibt es sofort, schon während seiner Rede. Beeindruckend auch für mich war die Begegnung mit den Rettungskräften. Das sind einmal die, die das professionell machen und jetzt im Einsatz sind. Und das sind zum anderen die, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir brauchen da mehr Tempo und genau daran arbeiten wir. CO2 reduzieren, damit Deutschland seinen Beitrag leisten kann. Herr Ministerpräsident, eine letzte Frage. Ist das nicht ein bisschen spät von der CDU? Klimaparolen vor Katastrophenkulisse, das kommt nicht gut an. Daran festzuhalten, dass seine Klimapolitik in irgendeiner Weise geeignet wäre, die drohende Klimakatastrophe zu mindern, das ist Hybris, komplett. In Maischoss hat sich noch kein Politiker blicken lassen. Wie auch, es gibt keine Straße mehr, die dorthin führt. Wenn man überlegt, hier war früher, ging die Hauptstraße lang, die letzten Häuser hier, jetzt alles weg. Hier rüber der Sportplatz, die Brücke, die Bäckereien, Metzgereien, Sparkasse, alles nicht mehr da. Das ist unglaublich, das. Ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Bei 8 Metern stand das Wasser der A am vergangenen Donnerstag. Normal ist ein 1/2 Meter. Wer konnte, kletterte mitten in der Nacht auf die Dächer. Viele wurden erst Stunden später aus der Luft gerettet. Gabriela Knieps hat ihr ganzes Leben in Maischoss verbracht. Am Morgen nach der Sintflut trifft sie eine junge Frau, die nur knapp überlebte. Als dieses Haus auseinanderbrach, wurde sie aus der oberen Etage mitgerissen. Ich sehe dieses Mädel da kommen, die Jeanette. Und ich sage, wo kommst du her? Sie hatte einen Trägertop an, ein Handy in der Hand, so, und ihre Jeans und ihre Turnschuhe. Und die war pitschnass und eiskalt. Und dann sagt sie, ich weiß nicht, von da. Und dann habe ich sie mitgenommen nach Hause und
Dann habe ich erst mal verstanden, dann sagt sie, das Haus ist eingestürzt. Und das konnte ich jetzt überhaupt nicht glauben, weil das ist so ein massives Haus gewesen. In ihrer Not rücken die Menschen hier jetzt zusammen. Das war schon immer so. Spenden werden gesammelt, der Bürgermeister organisiert einen Krisenstab. Es geht um das Nötigste. Alle Straßen sind weg, die Bahnlinie ist weg, alle Brücken sind weg. Wir können nur vom Berg runterkommen. Wir haben gestern aktuell sofort in Auftrag gegeben, eine Trasse zu bauen, eine Behelfstrasse. Die werden wir auch im Rahmen, ich mache keine Umweltverträglichkeitsprüfung, muss ich auch schon mal sagen, in Richtung der Grünen oder wer auch immer das will. Wir bauen jetzt und die Straße wird so ertüchtigt, wir werden auf Monate mit der Situation leben müssen, vermute ich. Adenau, gestern Mittag. Auf den letzten Metern ihrer Kanzlerschaft reist auch Angela Merkel ins Krisengebiet und muss sich angesichts der vorhersehbaren Katastrophe die Frage aller Fragen gefallen lassen. Steffen Vogel, Reporter bei Spiegel TV. Und ich wollte einmal wissen, ob das die direkten Auswirkungen sind der, der Klimakrise. Also, man kann aus einem Ereignis nie eine Gesamtschau machen. Aber die Summe aller Ereignisse, die wir in Deutschland erleben und auch die Ausschläge, die wir jetzt erleben, die deuten darauf hin, wenn man der Wissenschaft glaubt, und das tue ich bekanntermaßen, dass das etwas mit dem Klimawandel zu tun hat. Der Klimawandel ist da. Jetzt braucht es einen Politikwandel. Das ist das Mindeste, was die Menschen in der Eifel erwarten können.